7B. Also, wir haben eine vegetarische Woche gemacht. Dann haben wir probiert, eine Woche lang ohne Fleisch zu leben. Fleisch ist halt ein Problem bei den Menschen. Dafür werden sehr viele Tiere getötet. Die Tiere werden oft, also von dem gekauften Fleisch, werden die Tiere oft in Massentierhaltung gehalten. Also Massentierhaltung ist, mehrere Tiere werden auf einer kleinen Fläche gehalten. Das ist der Begriff Massentierhaltung. Und am ersten Tag haben wir halt auf dem Wochenmarkt haben wir die Händler befragt. Nein, das ist es nicht, das ist integrierter Anbau, sprich wir spritzen, ich sag mal mit Pflanzenschutzmitteln, bis zu einem gewissen Grad. Also sprich bis zur müde, alles andere dann auch überdacht. Warum bekommen Sie eigentlich auf dem Wochenmarkt und Ihre Äpfel nicht eigentlich an den Supermarkt weiter? Wir machen beides. Wir verkaufen erstmal auf dem Wochenmarkt, sprich damit auch unsere Firma, sprich Sachsenobst, vertreten ist. Und im Großhandel schaffen wir auch unsere Äpfel, so ist es ja nicht, sonst kriegen wir unsere 100.000 Euro nicht verkauft. Sprich, mehr die Gruppe Rewe, Marktkauf und Edeka sind da. Das sind Sie auch vegetarisch? Nee, das nicht. Ich mache Fleisch. Ich liebe auch Tiere, aber essen tue ich auch gerne. Am zweiten Tag haben wir eine Verkostung von vegetarischen Aufstrichen gemacht. Wo wir ohne Fleisch probieren, nicht zu essen. Und ich würde zum Beispiel jetzt eine Woche ohne Fleisch nicht auskommen, weil die Leberwurst, die ist so lecker. Die muss ich unbedingt, also da kann ich keine Woche ohne dieser Leberwurst auskommen. Obwohl es gesünder wäre. Ja. Willst du die vegetarische Leberwurst probieren? Aus was ist denn da alles drin mit? Hauptsächlich weiße Bohnen. Oh, noch nie probiert. Schmeckt gar nicht so schlecht. Vielleicht überlege ich mir mal, das für zu Hause zu besorgen. Wie wird Tofu hergestellt? Tofu, auch Bohnenquark genannt, wird aus Sojamilch gemacht. Ich fand, Tofu schmeckt lecker. Und am dritten Tag haben wir selbst gekocht. Also wir haben Pizza gemacht an Tims Geburtstag und da haben wir auf die Pizza Mais, Zwiebeln und Käse. Am vierten Tag, also der letzte Tag, haben wir den Vergleich zwischen der Klimabilanz zwischen Fleisch und vegetarisch gemacht und unser persönliches Fazit abgegeben. Mein Fazit zum Gemüseburger. Und zwar, bei dem Gemüseburger war 1,5 Kilogramm CO2 und ich fand es eigentlich echt gut, im Gegensatz zum Fleischburger. Mein Fazit zum Fleischburger. Ich habe herausgefunden, dass der Fleischburger 2,7 Kilogramm CO2 verbraucht. Ich war davon sehr erschrocken, weil ich es echt nicht gedacht hätte. Im Gegensatz zum Gemüseburger war das richtig viel. Der Sinn der fleischfreien Woche war, umweltschonend zu leben. Ich esse seit Mittwoch vegetarisch. Heute ist Freitag. Und ich habe jetzt nicht irgendwie so ein Gefühl, oh, ich muss jetzt unbedingt Fleisch essen oder so. Es geht bis jetzt noch. Ich hätte zwar gerne mal so in die Schule irgendwie eine Wurstschnitte mitgehabt, aber nein, natürlich nicht. Also mein persönliches Fazit zu der Woche ohne Fleisch ist eigentlich sehr gut ausgefallen. Und wir haben halt Fleisch, sehr viel Fleisch zu Hause. Und wir hatten an einem Tag hatten wir Gräubchen und da tun wir immer Kassler rein. Nur diesmal musste ich das Kassler raussuchen und das war schon sehr emotional für mich.